Buongiorno, Freunde, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr am Start seid. Wir sind angekommen bei Erling Braut Haaland. Ihr seht's, die Footies-Karte. 5-Sterne-Skills, 5-Sterne-schwacher Fuß. Das ist, glaube ich, die ultimative Waffe. Lengthy ist Meta, Haaland ist Meta. Und ich habe gehört, bei FC24, was bald rauskommt, Leute, da wird seine Goldkarte alleine komplett rasieren. Ich bin gespannt, was die kann. Ihr hört's an meiner Stimme. Bisschen gekränkelt von der Gamescom. Aber der heutige Gegner ist Danny. Ja, was geht ab, Leute? Fluss ist auch am Start. Ja, es geht auf jeden Fall wieder die ein oder andere Grippe oder ein oder andere Krankheit rum. Ich fühle mich auch nicht so gut. Aber egal, ich habe trotzdem Bock, mit Haaland jetzt zu zocken. Ich sag sogar, Haaland, die Goldkarte wird am Anfang vom nächsten FIFA-Teil bei EAFC teurer sein als dieser SPC. Ja. Die hat jetzt 1 Million gekostet, 1,1. Ich glaube, Haaland am Anfang wird noch teurer. Ich kann es mir gut vorstellen, weil der wird so richtig diese ultimative Meta sein. Der ist übrigens 1,95 groß, sehe ich gerade auf der Karte. Das ist auch krass. Also der ist so groß wie ich, Leute. Und, denn ich muss dir kurz was erzählen, gell. So ein Zuschauer kam zu mir, der war so gefühlt 7, 8 Jahre alt. So ganz, ganz jung auf der Gamescom. Er kommt so zu mir und sagt so, Sydney, darf ich ein Bild mit dir machen? Und ich so, ja, Bro, schau ich Sydney, oder? Legende. So ist mir noch nie passiert, gell. Also wilde Sachen... Ja. Also mir ist schon oft passiert, dass ich vertauscht wurde auf The Wakes, weil wir jetzt so viel aufnehmen zusammen. Ja. Aber du in Sydney ist richtig random. So irgendwie so, hä? Das ist wirklich komplett random. Aber Leute, es sind wilde Sachen passiert. Egal. Ich würde mich freuen, Leute, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt. Abonniert gerne den Kanal und checkt Dannys Folge ab, dann nehmen wir auch was auf. Und jetzt ist die Tafel drin. Wir legen los. Ich sag mal so, du hältst rein, ne? Genau. Es ist sehr schwer, irgendwas zu erraten, und ich gebe dir sogar bei den beiden Spielern, die ich jetzt als erstes reintue, eine Chance von 0%, dass du die hast. Ich habe im Sturm geupgradet ein Level up Cavani. Den habe ich mir damals erschwitzt, erspielt, dass ich die Karte habe. Inzwischen gibt es ja sogar so Picks, dass man diese geupgraden kriegen kann. Finde ich voll unfair für die Leute, die ihr Zeit reingesteckt haben. Egal. Ja. Das ist der Cavani, den ich sogar erspielt habe. Und auf der linken Seite habe ich Kluivert, Winter Wildcard. Ganz alte Karte, aber die hat einen richtig heftigen Link zu Cavani. Ja, okay, sehe ich. Okay. Ich habe Messi und Marcus Rashford. Darfst du behalten? Ja, ein paar Footies aufgeschrieben. Mal schauen, was bei dir kommt. Ich habe auch zwei Namen drin jetzt. Also, im Sturm haben wir Rui Costa. Costa fast gar nichts, aber gute Karte. Und links Mittelfeld Ginola. Neue Footies Hero. Tja, haut direkt Icon und Hero bei den ersten beiden raus. Einer macht ja gar keinen Hype. Nee, keine Chance, irgendwas auf bei denen zu erraten. Vamos! Okay, da haben wir bis jetzt beide volle Teams. Nichts erraten. Aber nächste Runde, da hab ich dich. Hoffentlich. Bevor wir mit dem Video weitermachen, schaut mal, was ich hier hab. Eine Musiala-Box von Topps. Die Museumskollektion-Box. Sehr, sehr geil. Davon haben wir noch eine und noch eine. Und was werden wir mit diesen Boxen machen? Und auch zum Beispiel mit diesen Karten. Lionel Messi, Photo Variation, Messi zu 99. Sehr, sehr wilde Karten zum Beispiel. Da wird es jetzt am Mittwoch, Leute, morgen um 19 Uhr einen dicken Stream geben. Freut euch darauf. Ich habe absolut Bock drauf. Vogt ist ein Partner, Leute, wo wir Boxbreaks machen können auf deren Plattform als auch auf Twitch gleichzeitig. Sprich, wir streamen bei mir als auch bei Vogt, wie gesagt, ab 19 Uhr. Und dann wird es reinknallen mit Giveaways. Zum Beispiel vom Vogt gesponsert eine Museumsbox. Sprich, 7 Leute werden dann jeweils einen Spot bekommen. Jeder von denen bekommt eine Karte aus der Box. Dazu werde ich selber natürlich aus eigener Tasche Karten verlosen, Leute. Zum Beispiel so eine Messi-Karte ist einfach so ein 50er wert, also 50 Euro. Dazu wird es noch Trikots geben und so weiter und so fort. Checkt den obersten Link in der Videobeschreibung ab und joint auf jeden Fall den Stream am Mittwoch. Da könnt ihr euch theoretisch auch einkaufen, wenn ihr selber so ein Böckchen mal öffnen wollt, wenn ihr eine Autogrammkarte ziehen wollt für irgendeinen coolen Spieler. Und ich habe so ein paar eigene Mystery-Boxen gemacht, was aber eher so ein Geschenk ist. Die werde ich dann so für 20 Euro quasi anbieten. Da sind aber Karten drin. Sagt's keinem, die sind insgesamt so 80 bis 100 bis 150 Euro wert. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ist dann so ein kleines Geschenk noch oben drauf. So ein kleines Mysteries-Ding. Und ich habe einfach einen Bock drauf. Ich liebe das, Leute. Ihr wisst, wie gerne ich Karten öffne. Deswegen supportet das Ganze. Macht euch dort auf jeden Fall so einen Account, damit ihr dann auch teilnehmen könnt bei den Giveaways und allem drum und dran. Und ich habe selber eine Museumsbox geöffnet. Und den besten Spieler, den ich so drin habe, den müssen wir jetzt auch im Video gleich spielen, okay? Und ihr seht gleich, was alles drin war. Erstmal Base, Fonsi, Camavinga, da haben wir Enzo, Fernandes Base, Pablo Torre zu 75 aus der Museumsbox. Wir haben den guten Chilwell, ja, jetzt geht's so weiter. Dahinter Joshko Guardiol, Joshko Brudero, sehr geil, zu 299 Joshko. Und
wir haben gestern. Das war übrigens meine Museumsbox. Cool. Und dann sehen wir uns am Mittwoch. Viel Spaß beim Video. Haut's rein. Wir machen weiter im Mittelfeld. Ich sag so, bei beiden ist jetzt auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit größer, was zu raten als eben. Weil das waren echt bisher Namen, da konnte man gar nicht drauf kommen. Willst du wieder als erstes reinhalten? Komm, ich halt rein. Und den gibt es nur als Objective, den ich aufgeschrieben habe. Ich zeig mal kurz auf ihn. Aber ich kann mir vorstellen, du hast den. Nee, glaub nicht. Rechtes Mittelfeld ist ein weiterer Niederländer. Das ist Coit, die Fantasy-Hero-Karte. Wir kommen zum ZM. Ich habe kurz überlegt, ob der spielbar ist, aber ist er nicht. Es ist eine Footies-Karte, auch Niederländer. Ja, es kommt sehr viel Niederlande jetzt. Grafenberg von Bayern. Ja. Und daneben haben wir jetzt eine Toti-Icon, auch Niederländer. Gibt es nur eine, das ist Rullet. Der baut eine Niederlande-Action gemacht. Der baut hier holländisches Nationalteam. Alles gut? Ich habe Pogba, Leute, es ist so schwer, was zu erraten. Marquisio und Leroy Sané. Hat auch eine coole neue Karte. Hätte ich gerne gesehen. Hast du gesehen, wie gut Sané spielt zurzeit? Der ist wieder gut im Form. Ja, das ist echt krass, das ist echt wild. Aber warst du gerade beim richtigen Team mit Bayern dann? Crazy. Ja. Das ist sogar random eigentlich. Hey, was hast du eigentlich für eine Prediction? Harry Kane dieses Jahr Saisontore. Wie viel schießt er? Boah. Nur in der Bundesliga. Es werden auf jeden Fall viele. Ich sag 32. Du? 32, okay. Ja, ich habe auch gesagt 30 plus. Also auch, ich habe, glaube ich, sogar auch 32 gesagt, ja. Das wird spannend. Der ist auch so gut wie nie verletzt, schießt die Elbe auch noch. Da werden selten Spiele bei sein, wo er nicht trifft. Ey, ich freue mich, by the way, wieder auf mal so ein Quiz-Game, neuen FIFA. Das müssen wir mal wieder machen. Ah, da habe ich auch Bock drauf, ja. Das wäre nice. Ich halte mal jetzt für dich rein. Mhm. Okay, also Mittelfeld mache ich weiter. Dort haben wir erstmal einen Portugiesen und das ist Renato Sanchez. Dann haben wir daneben den guten Ivan Perisic, Footies. Auch eine sehr, sehr coole Karte, Leute. Und rechts Mittelfeld. Jetzt haben wir schon drei Footies. Es bleibt aber vielleicht bei drei. Wir haben erstmal Lionel Messi, Team of the Year. Und was macht er bei Inter Miami? Das ist krank. Bernardo Silva, Thuram Martial, Junge. Danke. Als Portugiese gesagt, das habe ich ganz kurz offen, weil ich einen Portugiesen von City habe, aber. Ja, ach, schwer. Nee, ist schwer. Gut, dann Außenverteidigung. Die können wir eigentlich, aber heute ist echt ein bisschen bremslich. Wir haben gut gebaut. Wir machen weiter. Bei der Außenverteidigerposition. Tafel ist drin. Und irgendwie den Linksverteidiger, den spüre ich, dass du den spielst. Ich habe ein gutes Gefühl bei dem. Weiß nicht, ich finde, er ist irgendwie schon unauffällig. Ist eine SBC-Karte, End of an Era. Spieler, der seine Karriere beendet hat, obvious. Hector von Köln und Rechtsverteidiger. Da haben wir jetzt wieder einen von Bayern, um ein bisschen die Bundesliga-Leute hier voll zu machen. Und unsere Ligen zusammenkriegt, die alle Chemie haben. Kimmich. Ah, Rechtsverteidiger Frimpong. Ich dachte, du machst da weiter, wo du aufgehört hast. Mit den Holländern. Und Linksverteidiger habe ich Jordi Alba. Und der hat doch auch, glaube ich, eine End of an Era SBC, oder? Jo, die habe ich auch im Verein. Ja. Die schlag genau daneben, ey. Aber schade, schade, schade. Okay, immer noch nichts getroffen. Hoffentlich habe ich jetzt ein gutes Händchen für meine Spieler, die ich links und rechts genommen habe. Erstmal, das Leute, Ding ist, wenn nichts erraten wird und dann aber einer rausgesniped wird, dann ist das halt ein Gamechanger. Diese eine Position macht so einen riesen Unterschied, deswegen mal gucken. Ist so, pass auf. Linksverteidiger Josko Gvardiol. Den musste ich spielen. Ist leider ganz normal seine Future-Star-Karte. Eine andere hatten wir nicht mehr. Die habe ich abgestoßen, leider, die SBC. Und Rechtsverteidiger kein geringerer als Zaha Wilfried. Ah, Bruder, ich hab ja komplett geschossen. Nee, ich sag Dings. Ein wegsnipen ist ein Unterschied. Was ist denn, wenn man zwei wegsnipet? Guardiola und Zaha. Nein! Doch. Du hast Guardiola getroffen. Ja, und Zaha. Meinst du ernst? Oh, ja, Mann. Das ist, wenn du willst. Ich dachte. Also bei denen hätte ich es am wenigsten gedacht sogar. Ehrlich? Ich mach Dings, Linksverteidiger mal den Joker. Hey, der sagt einfach aus dem Ärmel, hast du den geschüttelt gerade? Ja, ich hab Guardiol und Zaha. Ey, ich komm nicht drauf klar. Aber gut, okay, komm. Josko Guardiol, war mir eine Ehre, Bruder. Super cool. So, diesmal starte ich. Wenn da hinten noch irgendwas rauskommt, dann ist Game Over. Sag ich dir, wie es ist. So, ich hab drei Namen. Ich hab's simpel gemacht. Okay, also erstmal, der eine ist ziemlich auffällig, theoretisch, wegen Guardiol. Und das ist der Klostermann. Hat aber nur so eine 86er Karte auf der Position. Dann haben wir als zweites Thiago Giallo. Portugiese, Link zu Messi und Renato Sanchez. Und im Tor haben wir einen deutschen Keeper, damit wir eigentlich auf volle Chemie gekommen wären. Aber ja, hast ja einen Strich durch die Rechnung gezaubert. Ist der gute alte Trapp. Ha, ich habe ganz simpel gemacht. Marquinhos, Ramos, Donnarumma. Okay. Ja, it is what it is. Hältst du Tafel rein? Tafel ist drin und jetzt bitte treff einen, da wird es richtig schmerzen. Das ist also gut. Ja. Ich sag so, Trapp ist schon ein sehr unauffälliger Keeper, ne? Deswegen nehme ich auch Trapp.
Und meine Innenverteidigung besteht aus zwei Spielern aus einem Team, einem galaktischen Team. Es sind Alaba und Eder Militao. Ich habe Konaté, Lucio und Alisson Becker. Du darfst alle behalten, ey. Ja, Mann! Jetzt geht's ab, schön über die auszukommen. Auf geht's! Gegen Danny, volles Team. Ich habe zwei Bronze. Leute, drückt mir die Daumen, das wird was. Haaland ist in Gefahr, Perisic ist in Gefahr, Messi ist in Gefahr, Gennaro ist in Gefahr. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao, Boys. Wir schauen uns die Teams an. Und das sieht, Alter, Alaba hat auch eine Footies Card. Das sieht knackig aus. Ja, Mann, stabile Spieler hier auf dem Feld. Oh, okay. Huh? Der hat ja 5 Sterne Skill. Das ist ja wirklich unerwartet bei ihm, gell? Ja, aus dem Witzkopf Elasticus. Das ist ungewohnt. Oh ja. Hey! Oh, Mann! Ja, hallo, man macht den Doppelpass mit dem Gegner. Nein! Ich kenne zwei Bälle, ich will gar nichts. Oh, okay, Haaland austesten. Komm. Mal über die Seite. Ja, Klosti. Ja, warum war das gar nicht sein? Ey, nochmal geschossen, hat der noch eh geblockt. Die sind so gut auf der Linie. Jetzt geh, Bro, geh, lauf, mach Meter, Bro. Nein! Nein, Chiron! Ja! Let's go! 1-0. Wunderschönes Tor, Leute. Ja. Oh, das ist eine Donation. Sag ich auch mal early. Oh, Junge! Sorry. Excusez-moi. Ah, jetzt können wir mal eine Karte geben. Hier sind ja mehr Grätschen als alles andere. Mhm, heute aggressives Spiel. Oh. Hallo! Was? Wunderbar! Was machst du? Ich hätte nicht mal gedacht, dass du schießt. Da ist er doch! Ich habe mir schon gedacht, er kann das. Hätten wir eine Freistoß-Challenge gemacht, hättest du nicht reingemacht, gell? Sag's nee, ehrlich. Glaub ich auch nicht, der wäre niemals da reingegangen. Fuck, der hätte dann auch. Schnell Kasten aus dem Nix. BAM! Jo, Troppi! Stabil, oh, Haaland. Das Ding ist noch warm. Digga, das Ding ist so warm und durch die Beine. Ah, so schnell geht's auch mal gegen Pounce. Cool. Jetzt könnte es brennen. Brennen. Hey, ja! Hector! Nein, das boah, das stark gespielt. No, das hey, war ein Player-Log, was passiert? Über Halbzeit einfach schieben. okay, komm. Digga, dein Haaland macht Meter, gell? Der ist also gefährlich. Cavani ist auch groß. Cavani kann gar nichts. Moin, Meister. Komm schon, Jungs. Boah, was ist das denn für Pässe, Mann? Ich bin Steilpass gekommen, Rücken und so. Oh! Torwart. Nein! Oh, was mach ich da? Das ist wild. Der Trick war ich super, ne? Aber Alaba ist halt ehrlich wieder da direkt. Digga, das ist so wild, wenn wir SBWs machen mit Frauen einfach, gell? Ui. Nein! Cavani, bitte! Oh. Nein! Digga, wie schlecht bin ich! Ja, ich Cavani dachte, hat einfach vorbeirennen, aber es hat auch null geklappt und er ist auch nicht mitgerannt. Cavani hat gutes Stellungsspiel. Nein, das ist mal Cleverland. Guck, jetzt kann man den einfach hier so reinspielen und im Normalfall. Also Haaland lässt echt viel liegen, ne? Ich meinte, ja. Hey, der hätte 3-1 gegen 1 hier nicht gemacht hat. Boah, so. Das ist ein Zuckerball. Das ist ein Zuckerball, der geht. Den macht auch Cavani. 3-1. Was? Zwei Discards, Bro. Oh, GG. 3-1. Gewinnt Danny, Leute. Haaland und Co. stehen auf dem Spiel. Cool. Ich habe umgestellt. Freunde, wir sind angekommen beim Discarden. 3-1 verloren. Passiert dem Besten. Ja, vor allem gegen Danny. Und ja, es ist ein Messi drin. Es ist ein Ginola drin. Ein Rui Costa, ein Haaland. Und Perisic würde auch sehr, sehr wehtun, weil es ein SPC war. Soweit ich weiß. 4-2 habe ich Formation. Und Haaland ja auch, also. Haaland wäre dieses Ultimative, wirklich, wäre der Fullbruch, weil ich habe ihn vor dem Video gemacht. Ich habe noch kein Spiel mit denen sonst gemacht, außer gegen dich jetzt. Crazy, einfach Husten geht auf einmal wieder los. Körper hat sich kurz gestrafft für 90 Spielminuten und jetzt aber erstmal wieder krank. Jetzt kommt's wieder. Egal, komm, 4-4-2, zwei Schüsse. Wir nehmen die Linksverteidigerposition und das linke Mittelfeld. Lass es bitte einmal regnen, EA. Wirklich, der liebe EA-Gott. Haut da erstmal links, also du hast direkt links gesagt.
Linker Sturm war Ginola. Hätte mir auch alles aus dem Kasten gehauen. Aber jetzt kommen wir zum Punkt. Du triffst Renato Sanchez, Linksverteidiger, hast du zuerst gesagt. Und dann hast du... Perfekt, Digga. Ich habe ihn gerade abgeschlossen. Ich nehme nie wieder ein Video mit Danny auf. Haaland. Footies 99er. Ich habe den mit Liebe abgeschlossen. Mit Coins vom Verein. Weißt du, so mit Schmackes gemacht. So 14 SBCs reingebuttert. 92er, 92er, 91er. Und den nimmt er mir direkt. Und der hat wirklich Spaß gemacht, gell? Perfekt. Was soll ich dir sagen, ey? Das bockt gar nicht. Leben und Tod des Tabakglöckner. Ach du heilige Mutter, Mario Kevin. Wirklich. Wenn ich mir das Video anschaue, ich hoffe, es regnet gerade richtig im Strömen. Oh Mann, oh Mann. Leute, es ist 2.30 Uhr in der Nacht, wir nehmen es gerade auf. Und das sind Schmerzen, wirklich. Im linken Hoden. Ich mache die SBC, Haaland und Renato Sanchez packe ich rein. Und dann sehen wir uns gleich wieder. By the way, hier steht, dass er 0 Spiele hat für die Schlaufüchse. Freundschaftsspiele zählen nicht, okay? Wir haben gerade ein Freundschaftsspiel gemacht. SBC wird abgeschlossen. Ich mache das wenigstens für einen guten Zweck, für diesen Turam. Eins von 4 SBCs durch. Cool. Cool. Diesen Turam, ich dachte, du hast den schon. Ich habe den vorhin aufgeschrieben für dich im Mittelfeld. Nein. Du hattest den noch gerne. Den werde ich mir noch machen. Aber vielleicht habe ich ihn ja in deinem Video schon fertig jetzt gleich. Vielleicht brauche ich den genau gerade. Freunde, checkt auf jeden Fall Dennis Video ab. Lasst für diesen Discord einen Daumen nach oben da. Danke fürs Zuschauen. Danke für euren Support, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut's rein, euer Tabak. Und ciao, ciao. Ciao.